der 24.8. Es geht wieder auf Reisen Richtung Thüringen. Erstmal halt zum Rennsteig und dann wollen wir die Werra abfahren, dann die Fulda. Aber erstmal sind jetzt fast 8 Stunden Zugreise angesagt. Jo. Alter, ist das hier warm. Ist das hier warm. Oh, hier ist der Startpunkt unserer Tour am Bahnhof Rennsteig. Ganz kleiner Bahnhof. So, die ersten Meter. Jetzt Straße oder? Ja, ne? Gut. Oh. Heute haben wir noch genug. Ich hab ein Zimmer. Ja, ein Thüringer Wald hier. Fast auf dem Kamm, auf dem Rennsteig. Wie, wann? Okay, na, mit dem? Ja, recht warm hier in Thüringen, aber hier im Wald geht's. Im Schatten. Echt angenehm, denn jetzt geht es erstmal nach Altona. So, mal schon in Altona. Geht schon mal gut los hier. Hä? Geht gut los hier. Ersten Anstieg knacken. Hier ist der Dreiherrenstein und die haben hier mächtig abgeholzt. Waldbaude. Ja, geht hier mal schön durch den Wald. Geschotterter Weg. Sehr gut zu fahren. So, jetzt mal wieder auf der Straße ein Stück. Viele Motorradfahrer hier unterwegs auch. Ach, das rollt hier, wa? Nicht schlecht. Neustadt. Oh, das ist Neustadt am Rennsteig. Für uns geht es weiter Richtung Masserberg, Giesübel. Schöne alte Kirche hier.
So, Trinius Bauder haben wir erreicht. Auch alle ziemlich abgeholzt. Von da hinten sind wir gekommen, die Straße runter. Und hier jetzt dann nach Masserberg weiter. Richtig warm jetzt. Carsten holt erstmal zwei Bier. Das war eine kleine Erfrischung. Und nach Masserberg. So, hier jetzt zur Werra-Quelle. Werra. So, hier befindet sich dann gleich kleine Gastwirtschaft. Die Werra-Quelle. Alles abgefahren schon. Riemen, Cuxhaven, Meer. Ja, viel Holz hier gemacht. Ja, bis zur Werra-Quelle ging es tendenziell berghoch und jetzt mehr oder weniger runter nach Eichsfeld, Bockstadt. Oh. So, sind wir hier am Werra-Teich. Zwei so Schutzhütten. Hier so schöner geschotterter Weg durch den Wald. Und hier ist er, der Teich. Wir sind jetzt noch 13 Kilometer, dann haben wir unser Tagesziel erreicht bei Bockstadt. Kleine Werra. Hier wird auch fleißig geknipst. Ja, halt immer stetig schön runter hier. Die Sonne schimmert hier durch die Bäume. Und wir haben es nicht mehr allzu weit. So, plötzlich haben wir Asphaltstraße. Da rollt der noch schneller. Ja, und hier im Tal ist auch nicht so heiß. Wunderbar. Das rollt. Sachsenbrunn. Ein herrlicher Radweg hier. Markt mit Kreissparkasse, alles bei hier. So, ich war gerade noch im Edeka einkaufen. Carsten ist schon vorgefahren. Ey, um 6 Uhr müssen wir auf dem Zeltplatz sein, sonst kommen wir da nicht mehr rauf.
So, hier ist unser Platz hin. Moment. Moment. Hä? Was ist der denn? Wo ist er denn? Da ist er ja. Ach, Frischetle. Du wirst es nicht loben. Die hatten Tatsache Mönchshof. Und Feldschlösschen. Echt? Aber zwei Bitburger Heike kriegst du eigentlich so ein Kuriba oder wie das heißt. Trinkst du sowas? Richtig. Ich hab das in Erinnerung, dass du das mal getrunken hast. Ey, glaubst du nicht. Haben sie hab frische Würste geholt. Bratwürste, zwei verschiedene Sorten. Ja, dann machen wir heute Bratwurst. Gründete ist also geschlossen, wegen Waldbrand. So, die Zelte sind aufgebaut. Wie gesagt, ist eine gerade eine Wespe. Campingplatz in Bockstedt. Stadt, ganz klein und fein hier. Vera ist da drüben und hier schwirrt eine Wespe rum. So, machen wir einen kleinen Rundgang hier über den Zeltplatz, bevor es dunkel wird. Wie gesagt, ganz dünn besucht. Hier sind so eine Grillhütten hier hinten. Sehr schön. Aber grillen ist zurzeit nicht wegen Waldbrand. Die Fahrer, naja, bei 30 Grad. Das ist normal, wa? Ich weiß nicht, ob man rinkommt. Sind zu. Ah, da sind so Felle, wo kann man sie aufsetzen? Herrlich. Hier auch noch jede Menge Sitzgelegenheiten. Und hier auch so eine Hütte mit Holz. Toll. Vorne ist der Haupttrakt. Und dahinter im Prinzip stehen unsere Zelte. So, unser Armbrot, Thüringer Würstchen. Die schmecken bestimmt. Na, so ist das hier in Thüringen. Samstagabend, Partymucke. Ich kann die auch nicht hören, aber... Wolle Petri und so eine Sache. So sind sie hier drauf.